Computer sagt nein. Mhm. War lang. Epp. Das ist ein richtiger Bienenstock hier. Also ich will ja nichts sagen, Schatz, aber bei mir fällst du irgendwie die ganze Zeit. Okay. Geil. Na, warum nicht? Oh, hoffentlich pieksen sie mich nicht. Ja, der Fall nach unten ist halt tief. Ja, jetzt läuft sie wenigstens wieder. Ja? Ja. Na, Gott sei Dank. Ich hab den Fall überwunden. Du bist unten angekommen. Sag ja, der Fall nach unten kann sehr tief sein. Mhm. Und Fiana, morgen wieder Pen and Paper oder fällt aus? Das wird bestimmt gemacht. Baby Brick. Oh, was hat's geschmeckt? Tada. Oh, oh, ui, ui. Haha, überlebt. Aber hört nicht auf zu laufen. Ah, jetzt, ich bin stehen geblieben. Ja, ja. Ja, manchmal. Ui. Nur die beiden? Anscheinend, ja. Ich rechts, du links? Warte, ich bin noch zu weit weg. Bin sicher in Schuss. So, was meintest du? Ich rechts, du links? Ja. Okay. Oh, echt jetzt? Hat der den Kopf einfach weggenommen, wo ich auf ihn geschossen habe? Ich sage, ich treffe heute kein Scheunentor. Ich glaube, Apex wäre heute keine gute Idee. Einer von den Mitspielern musste wegen dem Hochwasser evakuiert werden. Ah, what the fuck? Ach du Scheiße. Eieiei. Den Bienenzüchter. Brick. Den müssen wir gerade holen. Der da. Grüß die Plumpy, wie geht's dir? Was macht... Hi, Plumpy. Was macht die Welt? Ja, Auto kannst du nicht mehr fragen. Jetzt ist ja heile, ne? Ich frage hier auch, was macht die Welt? Keine Angst, ich werde Ihnen nichts tun. Das ist alles meine Schuld. Rhonda würde noch leben, wenn ich nicht... Ich bin so dumm. Ich habe sie getötet. Ich habe meine Frau getötet. Das ist nicht wahr. Nein? Ihre Frau hat sie geschützt. Sie hat an das geglaubt, was sie tun wollten. Oh Gott. Meine liebste Rhonda. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ich brauche Ihre Hilfe. Tun Sie es für Sie. Ich helfe Ihnen. Das hätte sie gewollt. Sie wissen, wie man Claw ausschalten könnte, oder? Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Ich kann Ihnen helfen. Meine gesamte Forschungsarbeit ist auf einem Server beim Solarkraftwerk. Aber wenn Sie mich dorthin bringen, kann ich Sie sicher löschen. Das würde das Problem erledigen. Nach Ihnen. Oh, nee, da will ich nicht hin. Oh. Du hattest einen kleinen Kampf mit der Capture Card? Würde mal sagen, du hast gewonnen? Was für ein Problem hattest du? Ja, Arschloch müssen wir mitnehmen. Das war wieder so klar. Ja, auf den müssen wir aufpassen. Ah. Ich hätte nie für diese gottverdammte Firma arbeiten sollen.
Egal an welchem Projekt. Ein Mann hat mir einen Job angeboten. Es ging um einen Algorithmus für ihre Fabrikdrohnen. Wieso kamen die zu Ihnen? Ich bin ein Experte für das Verhalten von Bienen und weiß alles über Schwarmpsychologie, wie man diese erkennt und beeinflusst. Sie wussten nicht, dass die Waffen bauen? Nicht, bis es zu spät war. Die Situation ist eskaliert. Die griffen mich an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Bist du jetzt fertig mit Sülzen? Ich glaube ja. Er hat jetzt eine von Aluminium und Netz. Er wird leider als Weiger. Okay. Ja, das ist halt problematisch, ne? Die einen brauchen es, die anderen nicht. Ach, Arschloch auf 12 Uhr. Ja, ja. Das wird hier wieder ein Spaß. Das ist letztes Mal schon geworden. So sehen. Kleiner Akkord ist nie verkehrt. Mal sehen, wie ich Avamilia schlägt. Hab ja heute sehr das Geheimnis. Nett. Schick, schick. Kann ich dir ja nur eins sagen, ne? Viel Spaß bei dem Spiel. Aber ich hab auch Avamilia. Bin sehr zufrieden mit. Dich, Arschloch, habe ich auch schon. Es sind viele. Oh, das ist ein Drohnenparcours. Okay. Aber ich dachte, wir sollen töten. Ach, Entschuldigung. Kannst ja loslegen. Je nachdem, bei wem das Arschloch bleibt. Sag mal, könntest du auch hier stehen bleiben? Was hältst du denn davon? Ne, mit dem kann ich noch nicht mal reden, scheiße. Mhm, das ist nämlich das Problem. Ja, der hat aber gebraucht, bis er gemerkt hat, dass er tot ist. Ja, manche brauchen halt länger, ne? So, der scharfe Geschütze ist schon mal weg. Der Schafi-Geschütz ist schon mal weg. Das ist doch sehr schön. Jetzt Schuss wurde von dir gehört, Schatz. Ja, er ist hinter das Ding gesprungen. Ja. Da sind jetzt ein paar wach geworden. Mhm. Nee, kann ich schon wieder nicht abdrücken. Ich kenn das Problem. Das hat mich gesehen. Och, scheiß Drohne. Oh, voll in die Eier beim Laufen. Alter Falter, das tut weh. Oh, was? Ich schuss ging daneben. Schon wieder die Klöten getroffen, Mann! Dann machst du heute wieder einen auf Klötenschuss? Ja. Hast doch direkt neben mir. Nee, 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 so geht das nicht. Oh. Ja, da war ein Schwein gehabt, der. Auch nicht schlecht. Die hast du dir geholt. Naja,
Why not? Das ist doch die, die intern verbaut wird, oder? Blöde Deko. Ne, ich hab extern, deswegen. Nur noch ein Arschloch da. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wow, so günstig gekriegt, krass. Recht freundlich, danke. So viele Typen und keiner hat was gerissen. Da geht's rein. Was? Wie? Wo? Hä? Da. Nein, ich will zerlegen. Jetzt auf den Typen noch aufpassen. Meine gesamte Forschung ist hier. Sobald ich lösche, wird Alarm ausgelöst. Sie müssen mir Deckung dann geben. Dann löst den Alarm nicht aus, Arschloch. Er fragt auch noch nicht mal, ob man bereit ist, ne? Ja. Der ist schon mal erledigt. Ulalala. Oh scheiße, ich hab das verkehrte Zeug was gerüstet. War der Meinung, dass ich noch Granaten ausgerüstet hätte? Hey, nicht auf meinen Arsch schießen! Ach, cool. Steck nochmal dein Köpfchen raus. Oh, schon wieder in die Eier gezielt. Meine Fresse. Du musst heute wieder mit Klöten schüssen? Ja. Oh, ich muss nachladen. Der läuft und läuft und läuft, als ob er Duracell wäre. Eli? Da hinten will sich nicht bewegen. Eli erledigt. Lalalalalalalala. Ups, das war ein Explosionsfass, was ich hier erwischt habe. Ja, ja. Out. Alalalala. Es sei, dass du da hinten irgendwelche Probleme hast. Oh, Drohne! Ruhig, da regende Drohne! Oh, jetzt. Ja, und noch ein Arschloch direkt neben mir. Die Drohne ist gleich im Arsch. Die Drohne ist gleich. Hey, nachladen nicht vergessen, Arschloch. Die Drohne hat sich verdrückt vor mir. Ja, ich glaube, die ist bei mir, aber ich habe gerade hier noch die. Drohne ist ich? Die Drohne ist im Arsch. Oi. Ah. Fast död. Oh, schon Mann. Wieder in die Eier. Mann. Lady. Hat. Das Arschloch bleibt da stehen. Arschloch bleibt bloß da. Nein.
Schatz, es ist noch keine Zeit für Pause. Oh, wieso nicht? Geht nicht. Im Arsch, tut das nicht weh? Ja, klein wenig, Plumpy. Das ist so wie eine Ananas, ne? Ja, erstmal Sachen einluten. Ja, besonders Munition wieder einsacken. Mhm. So. Bevor ich mit ihm quatschen will, ich erstmal die paar Infos hier haben. Der Mann ist so infogeil, das ist Wahnsinn. Ja, kannst du mal gucken schon. Ne? Bilde mich weiter. Ja. So, man, wenn die PS5 dann da ist, bist du wenigstens gewappnet. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, ist das mit dem 4K. Leute, die nicht den Monitor dafür haben oder sonstiges, können sich das doch eh nicht in 4K angucken. Denn die Systemstuft das runter, deswegen verstehe ich das nicht. Aber okay, wenn es dann welche gibt, die 4K haben, die sind natürlich glücklich, dass sie es dann in 4K gucken können. Ja, okay. Hast mich überzeugt, Plumpy. Hast du dir denn eine bestellt, Plumpy? Er lässt es dem Zufall übrig. Er geht jeden Tag raus und hält die Arme raus. Und wenn dann eines Tages dann ein Paket auf seinen beiden Armen dann drauf ist, ne? Dann hat er sie. Dann hat er sie. Nein, du solltest die nicht. Was ist denn eine scheiß Info? War doch schon in dem Gebäude drin. Da ist die Treppe. Info, wo bist du? Info. Ah ne, einen weiter wieder runter. Nee. Entschuldigung. Lal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 a. Ich bin wieder. Hey, ist da. Ich brauche Hilfe, diesen Info zu finden. Kennen Sie ihn? Danach suchen Sie? Ich weiß, wo Sie es finden können. Das weiß ich zu schätzen. Oh, bitte. Scheiße. What the fuck? Ernsthaft, Bobby? Aber das Problem kenne ich. Ja. Vielleicht war es dem Fahrer ja zu spät. Nein, er wollte ihn bloß nur ärgern. Okay. Wie geht es Ihnen so? Meine Welt ist zerstört. Ich muss einfach weitermachen, um sie zu ehren. Damit meine Arbeit nicht in die falschen Hände gerät. Was haben Sie bei Claw gemacht? Ich habe den Algorithmus entwickelt, der es den Drohnen erlaubt, sich autonom zu bewegen. Ich gab ihnen die Macht, eigenständig zu denken. Gibt es was, das ich gegen sie einsetzen kann, um sie aufzuhalten? Das Einzige, was den Algorithmus aufhalten kann, ist ein Virus. Stören Sie die Kommunikation und der Schwarm ist besiegt. Das überlastet Ihre Prozessoren. Aber Sie brauchen Zugang zum Relais, damit das funktioniert. Danke. Und jetzt, da ein Kopfgeld auf Sie ausgesetzt ist, sind Sie bei den Outcasts wahrscheinlich am sichersten. Ich kenne ein paar, die ich anrufen kann. Wenn Sie von Rhonda hören, helfen Sie mir vielleicht, sie zu rächen. Vielleicht. Passen Sie auf sich auf. Norman. Er war gestern Mittag hier, hat nur einen Zettel hinterlassen. Er wusste ganz genau, was er dir zustellt, deswegen hat er nur den Zettel reingepackt. So, nee, ich habe noch keine PS5. Können Sie sich selbst abholen. Bäh. Geht klar. Oder er wollte nicht beim Essen stören. So, next one. Next one. Oh, Holly McKenzie. Das schwarze Schaf. So werde ich in meiner Familie auch immer genannt. Gar nicht. Doch. Gar nicht. Devil Forest? Haben wir hier einen Heli? Nee, ne? Vor Ort? Ja. Ja, dann Devil Forest. What? Doch, ich werde immer das schwarze Schaf genannt, weil ich bin die Einzige in meiner Familie, die tätowiert ist. Also ganz ehrlich, ich kenne ja jetzt einige von deiner Familie. Und ich habe noch nicht einmal gehört, dass sie dich als schwarzes Schaf bezeichnet haben. Immer nur hintenrum.
Ja, nee. Dann nennen sie dich noch was ganz anderes. Du hast du eine Ahnung, Schatz. Oh, mich kann nichts mehr erschüttern. Munitionsauffüllung. Yay. Ja, jetzt sind wir wieder voll ausgestattet. Jetzt gucken wir mal. Ja, da ist alles drin. Das Plüschdingens über dem Mick ist immer noch ungewohnt. Hm? Was? Wie? Plüschi hier ist immer noch ungewohnt. Weißt du, dann, wenn er nicht rutschen soll, dann rutscht er, ne? Aber wenn man dann will, dass er rutscht, dann rutscht er nicht, ne? Das ist... Schlimm? Ja. Soll das, sie hören dann ja auch nicht auf zu rutschen. Ja.